Hi Leute, vor allem am Weekend. Fällt euch eigentlich auf, dass da immer noch steht Happy Vlogmas 2017? Ist mir gerade aufgefallen, oh mein Gott. Nichts mehr geändert. Das muss ich mal machen. Ich muss irgendwas da hinschreiben. Was soll ich schreiben? Schreibt mir mal, was ich da hinschreiben soll. Steht dann nächste Woche da, versprochen. Wir gehen jetzt mal Katzenfutter besorgen. Peaches hat mal wieder nichts. Und genau, ihr kommt einfach mit. Bis gleich. Wir sind jetzt gerade noch im Netto und ich muss ja sagen, das ist echt der beste Hummus bisher. Also so vom Geschmack her finde ich ihn sogar noch besser als dieses, weil ich sonst immer, ich weiß nicht mal, wie das hieß. Ihr wisst es bestimmt, aber ich sonst mal so gehypt habe. Ich finde den hier super gut. Super gut. So lecker, das könnte ich auf einmal. Also letztes Mal habe ich sogar auf einmal gegessen. Jetzt werde ich es mir mal ein bisschen aufsparen. Sehr gut. Ich überlege sogar zwei zu holen, weil der geht ja schon. Der geht noch lange. Ach, ich glaube, ich hole zwei, weil wir kommen hier nicht so oft her. 20. Ja, so gut. Wie süß. Hilfst du, oder was? Oh. Meine Cashewkerne, da sind wir wieder. Täglich grüßt das Murmeltier, ne? Kochen gerade, weil ich brauche die wieder also weich. Mein Freund schneidet gerade Zwiebeln. Wir machen jetzt Lasagne. Und ich habe übrigens, das ist alles sortiert. Sieht vielleicht jetzt nicht so, wieso lachst du? Sieht nicht so aus, aber es ist sortiert. Ja, hier sind Kerne und Hülsenfrüchte, Bohnen und so weiter. Hier sind alle Körner, Grünkern, Reis und so. Hier ist auch, also Quinoa en masse, ihr kennt mich, da alles voll. Polenta, brauner Reis, das habe ich jetzt ganz neu geholt, deswegen. Das brauche ich, die Hefeflocken, das ist alle, ich muss es unbedingt nochmal holen. Das sind übrigens die, die ich, naja, nicht immer hole, aber die habe ich jetzt die letzten paar Male geholt. Die gibt es bei Rewe, das bei den Bio-Sachen. Genau, da findet ihr das. Oder ihr findet Hefeflocken bei den Gewürzen. Das ist jetzt der letzte Rest, den ich noch brauche. Huch. Leinsamen habe ich immer da. Und das sind die ganze Pasta. Das ist halt jetzt ganz neu. Deswegen sieht das jetzt so voll aus. Aber hier sind immer so angebrochene Pasta, Vollkorn, Hartweizengrieß oder Reisnudeln. Und dann hier noch ein paar. Ja. Also, ist doch ordentlich, oder nicht? Ach ja, und das hier ist so Seitan und so Kram. Ja, das ist gut. Jetzt noch den Knobi, bitte. Und ich mache dann die Soße auch teilweise aus Seidentofu und Cashewkerne gemischt. Und das andere wird jetzt hier die Tomatensauce. Essen ist fertig. Ich habe noch so veganen Käse oben drauf gegeben. Genau, das war's. Also die Tomatenschicht, dann diese weiße Käseschicht, die ich gemacht habe, quasi so Bechamel. Aus Cashew und Seidentofu und dann halt ganz oben ein bisschen Käse drauf. 20 Minuten soll es heißen mit den Nudeln. Und tatsächlich sind die echt schon weich. Guck mal. Nicht krass. Habe ich nicht geglaubt. Ja, der Fernseher läuft gerade wieder. DSDS und so. Manchmal ist es doch ganz gut. So. Schmeckt ziemlich gut. Vielleicht nur ein Ticken trocken. Ich finde, das ist immer so das Ding, wenn es halt kein echter Käse ist, ne? Dann wird es ein bisschen trocken oder es tendiert dazu, schnell trocken zu werden. Und auch mit den Linsen sowieso, weil die saugen halt die Soße aus, auf. Ansonsten, also nächstes Mal wäre es halt cool, noch mehr so Veggies reinzumachen. Ich wollte ja Spinat reinmachen, aber mein Freund hasst Spinat. Das wäre geil gewesen. Hi Leute, wo ist die Zeit nur geblieben? Obwohl, ja, ich habe Sport gemacht. Irgendwie, ich mache zu lange Sport, glaube ich, manchmal. Dann merke ich das nicht. So, heute habe ich wieder Trampolin gemacht und ein bisschen Van Damme. Oh mein Gott, 130 Squats. Ich sterbe. Beine, mein Arsch brennen. Oder haben gebrannt. Aber brennen ist gut, weil, ne, dann funktioniert es auch. Ich habe jetzt gleich meinen ersten echten, sage ich mal, Livestream auf Instagram. Ich habe schon mal einmal einen gemacht, das war nur ganz kurz bei einem Event. Und jetzt, ja, habe ich meinen ersten richtigen sozusagen Livestream. Bin ein bisschen aufgeregt, weil ich das noch nie gemacht habe. Nicht so wirklich, wie gesagt. Und ich will das ja immer mal machen, aber ich weiß nicht, was? Ich weiß es nicht, worüber soll ich reden? Was mache ich da? Wenn ich geguckt habe bei irgendwelchen, denen ich folge, dann sind die halt immer irgendwo gerade auf einem Event und filmen das so live, aber nicht sich selbst, wisst ihr, was ich meine? Deswegen, ich weiß gar nicht, was ich babbeln soll. Deswegen ist jetzt, war halt eine gute Gelegenheit,
Deswegen passt es gerade so. Aber ich würde schon gerne machen, das cool dann mit euch. Das ist dann einfach live, ne? Ihr seid dabei, es ist so, als wären wir zusammen in einem Raum. Mehr noch als in den Videos, weil es ist dann so spät auch und ich kann nicht darauf antworten, das ist immer so blöd. Erst im nächsten Video wieder, wenn überhaupt, ja? Deswegen ist es viel cooler, natürlich in den Kommentaren, aber ich meine nur so, ne? Deswegen wäre es schon cooler, Livestreams zu machen. So, jetzt mache ich meinen Coffee und dann geht's los. Aber ich glaube, ich mache diesmal noch einen Schuss Hafermilch rein. Manchmal mag ich schon so einen Schuss Milch, ist in Ordnung. Aber eher schwarz, ich bin eher so der schwarze Typ. Also ihr seid jetzt dabei, ja? Geht gleich los. Ja, voll peinlich, das zu gucken da. Ja, dann mal los, okay. Mal los. Also ich habe ein Unboxing, weil ich was bestellt habe. Schon länger nichts mehr bestellt, aber ich muss es einfach haben. Ich habe die Schuhe gesehen, ich musste sie haben. Bescheuert. Vor allem, das sind die gefährlichsten Schuhe ever. Und jetzt kann ich die niemals tragen, muss erstmal warten, bis das Wetter gut ist. So wie die Stella McCartney-Schuhe habe ich bis jetzt übrigens noch nicht einmal angehabt, weil das Wetter nicht so ist und ich will sie halt nicht versauen. Oh, die sehen so schön aus. Und zwar sind das die Nike Air Max 97. Ich glaube 97 war das, ne? In White, White, White. So cool. Ja, sonst habe ich mich nur schwarze Schuhe und ich dachte mal, okay, weiß geht auch noch. Weil ich wollte mal was anderes als schwarz, aber dann, eigentlich ist es weiß wie schwarz, wisst ihr, ich meine, es ist halt auch monochrom, ist nichts anderes. Es gab auch rosa, die fand ich auch ziemlich süß, so hellrosa, so ein bisschen Verlauf drin. Aber ich glaube, damit komme ich einfach am besten weg, wenn es wirklich einfach schwarz oder weiß ist, das passt halt am besten zu dem, was ich trage, ich meine. Warum muss man sich mal zwingen, irgendwas zu tragen, nur weil man es so selten trägt, wenn man es halt nicht mag, ne? Die sehen geil aus. Richtig schön crisp, white, wenn sie nur so bleiben würden, ne? Mein Freund hat hier zwei weiße Paar Sneakers und er trägt die immer. Wir laufen durch den Matsch und alles. Ich lache dann jedes Mal, weil er so auf Zehenspitzen und ich latsche mit meinen Stiefeln durch, ja? Und er so ganz, er hat das jetzt den ganzen Winter so gemacht. Ich muss jedes Mal, habe ich mich totgelacht, aber... Ja. Und dann habe ich mir noch so einen weißen, einen pinken Schal geholt von ASOS. Ich dachte, da kann man ein bisschen Farbe holen. Ich finde es ganz schön und ich liebe ja pink. Es ist halt einfach pink. Mehr kann man nicht sagen, aber ich finde es ganz hübsch. Okay, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das hier gar nicht bestellt habe. Ziemlich sicher. Das ist eine falsche Bestellung. Krass, das hatte ich noch nie bei ASOS. Ich muss nur mal kontrollieren gleich, aber ich bin mir ziemlich sicher, weil das... Sehe ich zum ersten Mal jetzt. Okay, es war tatsächlich die falsche Bestellung, die ankam. Das habe ich nämlich bestellt. Es war noch nicht mal schwarz. Ich hatte nämlich genau, als ich beim Bestellen war, hatte ich das oder ein geschwarzes in Aussicht. Aber ich habe dann dieses gestreifte genommen. Ja, und wie ihr seht, ist das ja nicht gestreift. Das ist komplett schwarz und was ganz anderes jedenfalls. Falsche Bestellung. Ich weiß jetzt gar nicht, wie das abläuft. Ich meine, okay, klar, das Falsche geht jetzt zurück. Aber kommt das Richtige noch, ist die Frage. Kommt meine Bestellung noch an? Ich esse jetzt nochmal die Reste von vorhin. Mache mir aber gerade nochmal Quinoa. Immer wenn ich Quinoa jetzt koche, das gilt auch für Bohnen, Tipp, macht viel, viel mehr, als ihr braucht, weil ihr könnt es einfach im Kühlschrank aufbewahren und habt ihr das immer da, weil das dauert ja immer recht lang, vor allem Bohnen, ne? Dann einfach immer mehr machen schon und dann einfach im Kühlschrank aufbewahren, das hält sich ein paar Tage. Und dann hat man das immer parat, vor allem für so Bowls, das ist immer ganz cool, dann könnt ihr das nur so greifen, in die Schüssel werfen und fertig. Und so mache ich das auch mit Quinoa oder mit Naturreis, der ja auch sehr lang kochen muss. Das sind noch die Reste von vorhin, von den Sommerrollen, wie gesagt. Da sind nochmal Karottenreste, bisschen Avocado, Mini-Salat. Ich hätte noch mehr Salat, aber brauche ich jetzt sogar gar nicht. Und das ist das, was ich meinte. Einfach mit der Jackfruit, die habe ich ein bisschen klein geschnitten. Und dann mit Knobi, Zwiebeln angebraten, abgelöscht mit Sojasauce. Diese Shoyu-Sojasauce. Und das war's. So sieht es jetzt aus. Ich habe hier noch die Erdnusssoße drauf gemacht, die ich vorhin dazu gemacht habe zu diesen Summer Rolls. Das ist so eine Erdnuss mit Stückchen und Sesam. Genau. Sieht voll geil aus, gell? Das sieht aus wie Fleisch. Das ist echt krass. Konsistenz auch, aber ja, Geschmack natürlich nicht. Also so. Es geht mehr so um die Optik und die, ein bisschen die Konsistenz. Hat wenig Eigengeschmack. Man kann es halt dadurch sehr gut würzen und dem Geschmack geben, wie man halt selbst will. Gut gesättigt, wobei ich esse noch ein bisschen die Karottenreste. Ich hatte ja mal vor langer Zeit vorgehabt, ein Video über
Tierversuche, vor allem in der Kosmetik, so ein Video zu machen. Und das werde ich jetzt auf jeden Fall machen. Ich werde das, ich denke, diese Woche dann planen. Einfach, weil ich mich jetzt noch mehr damit auseinandergesetzt habe, ich euch mehr erzählen kann auch und ich auch sehe, dass so viele vieles nicht wissen. So ging es mir ja auch und ich möchte einfach auch von meinen Erfahrungen sprechen und ich möchte unbedingt meine Reichweite auch nutzen und man sich vielleicht Gedanken macht, so ein Anstoß vielleicht. Also ich möchte ja nie irgendjemandem etwas aufzwingen oder meine Meinung aufzwingen, so. Sondern ich möchte einfach nur meine Sicht erzählen und wie ich dazu gekommen bin und auf was man achten kann. Weil es gibt auch sehr viele, wie soll ich sagen, so Fallen. Es gibt sehr viele Fallen, wo man denkt, ach so, ja, die es sind ja jetzt so und dann kann ich das ja doch kaufen, wenn man zum Beispiel darauf achtet. Ist es aber nicht so, aber davon werde ich dann erzählen, von diesen ganzen Fallen. Weil das ist, die lassen sich schon natürlich Sachen ausdenken, wie sie den Kunden einfach immer noch kriegen können, der sogar auf sowas achtet oder der es nicht ganz genau weiß, sage ich mal so. Der darauf achtet, der recherchiert schon vorher sehr. Ich meine, mir passiert es vielleicht auch mal, dass ich dann dachte, es verändert sich halt auch vieles schnell. Das ist das Blöde, was ich jetzt, deswegen möchte ich zum Beispiel auch keine Marken nennen, weil sich das meistens auch verändert. Ich kann zwar, und so werde ich es dann auch machen, auf Listen verlinken. Da könnt ihr dann das einsehen, aber wie gesagt, wenn irgendjemand später auf mein Video stößt oder so, dann kann es sein, dass es nicht mehr aktuell ist und diese Marke ist vielleicht nicht mehr cruelty-free oder sie ist es geworden. Das wäre natürlich mega dieser Fall, aber meistens ist es leider andersrum. Jetzt wollte ich noch ein Deo selbst machen. Ihr wisst ja, sorry, dass ich dazwischen esse, ne? Voll unhöflich. Das letzte Deo, das ich benutzt habe, das war so ein natürliches Deo. Das habe ich mir online bestellt. Ich habe aber gehört, dass allerdings auch wieder, da sind wir wieder beim Thema, dass diese Firma nicht mehr cruelty-free ist. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher, habe das bei einem gelesen. Aber es ist auch egal, weil ich wollte es eh nur mal testen, wie es ist, wie ich darauf reagiere, ob ich schwitze und so weiter. Ne? Und das war sehr gut. Es ist aber absolut natürlich, deswegen kann man das super DIY selbst machen hier zu Hause. Und das habe ich jetzt vor. Und zwar brauche ich einfach dafür als Basis Kokosöl. Das ist sehr cool, kann man für so viele Sachen benutzen, gerade im Beauty-Bereich. Dann unser geliebtes Natron. Ich hatte übrigens doch noch welches, ne? Ich dachte ja letzte Woche, ich hatte keins. Das war im Schrank versteckt, aber ich habe jetzt alles aufgeräumt, deswegen habe ich das wieder gefunden. Ich habe sogar noch eine riesen Packung auch noch dazu. Speisestärke und ein bisschen ätherisches Öl, das ist dann so für den Duft. Und ich habe jetzt hier Rose. Also ich habe nur zwei, Rose und Pfefferminz, aber ich glaube Pfefferminz ist so ein bisschen... Nee, oder? Weil ich werde das hier in diese Lush-Dinger, das habe ich aufgebraucht. Und das ist eine gute Größe, denke ich, die ich dann bestimmt in ein paar Monaten durch habe. Dann kann ich das wieder neu machen. So sieht jetzt die Mixtur aus. Also Kokosöl und die Speisestärke und Natron. Sieht aus wie Milch, ne, oder so. Kondensmilch. Ich hoffe, dass das okay ist von der Konsistenz. Ich habe es halt noch nie gemacht. Ich hoffe, das härtet ja noch aus. Also ich hoffe, dass es dann so cremig wird. Jetzt gebe ich ein paar Tropfen von dem Rosenöl rein. Ups, ein paar viel vielleicht. Ich habe das eigentlich recht gut abgeschätzt. Das ist fast, also da ist nur noch ganz wenig über. Ich habe das sehr schön hier reinbekommen. Das muss jetzt fest werden und dann wird es hoffentlich cremig. Ich werde das morgen mal benutzen und euch dann und Sport treiben auch. Und dann werde ich euch mal sagen, wie es ist. Beziehungsweise ich schreibe es hier rein, falls ich es nicht noch aufnehme. Und ich sage jetzt schon, wenn das geil ist, dann frage ich mich echt, warum man sich Deo kauft. Braucht man gar nicht mehr, da ist so viel Scheiß drin. Und es ist noch teuer dazu, ne? Man braucht es ja so oft auch. Guckt mal dieses Schätzchen unter den Luftballons. So süß. Jetzt muss er weggehen. Er will nicht gefilmt werden. Hey, wir waren kurz draußen, aber es ist eigentlich nichts passiert, deswegen habe ich gar nichts gefilmt. Ja. Oh, es war auch wieder so kalt. Es ist so, so kalt. Heute war zwar der mega geilste Sonnenschein ever. Richtig, richtig schön. Ich habe auch ein bisschen aufgetankt, aber es war so. Oh mein Gott, meine Fresse war richtig festgefroren, so steif. Richtig so, so kam ich mir vor. Naja, genau, das war's von dieser Woche. Ach ja, ich habe ja letzte Woche gefragt nach Fragen, die ihr vielleicht für mich habt. Q&A,
Das Video ist online gegangen am Sonntag, also schaut es euch an, falls ihr nämlich auch eine Frage gestellt hattet und ihr wollt die Antwort wissen oder überhaupt Antworten von mir wissen, dann schaut da mal rein. Ist ein bisschen lang, das Video, ich weiß, aber naja, es waren noch einige Fragen, die ich beantwortet habe und ich kann mich nie kurz fassen. Ich wollte es dann, es ist halt schwierig, ich will mich natürlich auch richtig ausdrücken, damit ihr einfach meinen Standpunkt und meine Meinung versteht und es so kurz zu fassen ist halt schwierig, deswegen habe ich zieht sich etwas, ist etwas lang. Aber vielleicht habt ihr ja nichts zu tun gerade oder wenn ihr halt mal einen Moment habt, dann schaut gerne mal rein. Viel Spaß dabei auf jeden Fall und vielen Dank für eure ganzen Fragen. Und wir sehen uns dann gerne nächste Woche wieder. Also bis dann. Tschüss.